gerne im Coach-Team, weil wir die Arbeit mit den Lehrlingen sehr viel Spaß macht, weil der Austausch unter den Kollegen hochinteressant ist und es eine, ja, eine interessante und natürlich auch sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist, die ja, Lehrlinge, die mal Golflehrer werden wollen, auf ihren ja, ersten Schritten zu begleiten. Also das Coach-Team ist für mich was ganz Besonderes, weil ich im Prinzip zwar nicht gezwungen bin, aber eigentlich ständig einen Wissensvorsprung erarbeiten möchte, den wir dann auch an die Azubis weitergeben möchten. Und dadurch ist man ständig damit beschäftigt, neue Dinge aufzunehmen, neue Dinge zu erfassen, die gerade auf dem Golfunterrichtsmarkt unterwegs sind. Und wir versuchen das halt ja aufzubereiten und weiterzugeben. Und das macht natürlich unheimlichen Spaß und das bringt uns persönlich natürlich auch weiter. Nach einer für mich, glaube ich, erfolgreichen Spielerkarriere habe ich mich bewusst entschieden, in den Golflehrerbereich zu gehen, weil ich finde es einfach fantastisch, das zu erfahren. Also über die Ausbildung bei der PGA erfährt man unglaublich viel über sein Golfspiel und wie man das Golfspiel von anderen verbessert. Und der Reiz dann noch darüber hinaus ins Coach-Team berufen zu werden und diese Informationen dann an junge Leute weiterzugeben, finde ich einfach fantastisch. Also um im Coach-Team zu sein, brauche ich sehr viel Zeit. Ich muss mich sehr weit, sehr viel fortbilden, da ich natürlich eine Verantwortung trage gegenüber den Professionals, die ich ausbilde und muss auf dem neuesten Stand der Dinge sein. Normalerweise verbringe ich ungefähr zwischen 100 und 150 Stunden der Fortbildung nur für das Coach-Team und auch in der, wie wir hier eine Coach-Reise eben in längeren Wochen oder in längeren Tagen einmal eine Ausbildung zu genießen. Um im Coach-Team dabei zu sein und dort auch meine Aufgaben wahrzunehmen, muss ich zwischen 120 und 150 Tagen im Jahr investieren. Das bedeutet für mich persönlich, dass eigentlich eine normale Arbeit in einem Golfclub gar nicht mehr möglich ist. Ich habe eine eigene Golfschule mit Trainern, die dort mich sozusagen ersetzen, wenn ich weg bin. Und von daher ist der Aufwand relativ hoch, was auch leider meine Frau immer wieder anmerkt, ich könnte doch mal ein bisschen öfter zu Hause sein. Das Spannende ist tatsächlich, dass wir heute viel mehr Mittel zur Verfügung haben in allein technischer Hinsicht. Jetzt gibt es Kraftmessplatten, jetzt gibt es Doppelradar, jetzt gibt es Highspeed-Video. Das war ja vor 10 Jahren vielleicht schon zum Teil vorhanden, aber steckte trotzdem noch in den Kinderschuhen. Und heute weiß man so viel mehr über den Golfschwung und das findet sich am Ende auch im Golfunterricht in irgendeiner Form wieder. Vielleicht gar nicht in diesen Gradzahlen und in diesen Millisekundenbruchteilen, sondern eher im Gesamtwissen um die Zusammenhänge des Golfschwungs. Nun hier bei diesen 4 Tagen machen wir zweierlei. Wir bekennen uns zu unserer Liebe zum Spiel. Jeden Morgen werden hier 18 Loch gespielt in 4 Teams, toll organisiert durch Martin Hasenbein. Da zeigen wir unseren Sport Spirit und wie begeistert wir mit dem Spiel sind. Und das ist ja nun der Kern unserer ganzen Profession. Und nachmittags machen wir hier halt Sessions, in denen wir die Ausbildung kritisch hinterfragen, wir sie weiterentwickeln. Heute Nachmittag werden wir in verschiedenen kleinen Diskussionsgruppen, Workgruppen zusammenarbeiten. Gestern habe ich was über das Greifen erzählt. Martin Hasenbein hat über Variationen beim Putten gesprochen. Und alle Kollegen nehmen das toll an. Sind
alles super dabei, sind motiviert, tragen ihre Kompetenzen mit ein. Weil unser Ziel ist natürlich, die bestmögliche Ausbildung zu schaffen, die breiteste Basis zu schaffen für die Auszubildenden. Und wenn man das dann hat, dann kann man sich weiterentwickeln. Zusammenarbeit mit den Kollegen und vor allem diese Coachreise, die wir auch dieses Jahr wieder gemacht haben, ist halt einfach was Tolles, weil wir halt im Sommer oder wenn wir arbeiten, ganz wenig Zeit haben, uns mit den Kollegen auszutauschen. Und solche Tage hier, das gibt uns halt immer wieder die Möglichkeit, uns einfach auch mal untereinander zu unterhalten, miteinander Golf zu spielen und auch mal über Dinge zu sprechen, für die vielleicht sonst ganz oder viel zu wenig Zeit bleiben. Ich werde einem jungen Kollegen, der jetzt auf dem Weg ist oder sich überlegt, Golflehrer zu werden, raten, dass man mit sehr viel Herzblut dabei sein muss, dass es ein sehr intensiver Job ist, den man dort in der Zukunft vorfinden wird, dass man hohen Einsatz zeigen muss, um erfolgreich zu sein in den kommenden Jahren, wahrscheinlich noch mehr, als es in der Vergangenheit gewesen ist. Und dass man wirklich 100% dafür gibt, später mal als Golf-Professional arbeiten zu können. Also Golflehrer ist deshalb mein Traumberuf. Das wusste ich schon sehr früh in meinem Leben, weil ich das Produkt meiner Arbeit sehr schnell sehe. Ich arbeite mit Menschen, es ist also sehr vielfältig. Und man muss in ganz vielen Bereichen sehr gut sein. Und je mehr man sich weiterentwickelt, desto mehr stellt man fest, wie wenig man eigentlich in den verschiedenen Bereichen, die dort sich überlappen, die Anforderungen stellen, sich auskennt. Also man muss letztendlich anatomische Kenntnisse haben, psychologische Kenntnisse, pädagogische Kenntnisse, trainingswissenschaftliche Kenntnisse und muss das Ganze doch so auf den Punkt bringen, dass es die wenige Information, die wenigen Handgriffe dann zutage fördert, die mein Gegenüber gerade benötigt.